Hallo, hallöchen. Schönen guten Morgen. Ist euch noch ein bisschen hübsch? Also, ich bin wirklich dafür, dass die glücklichen Sklaven Sklaven bleiben. Am Wochenende habe ich es ja erlebt, da sind die glücklichen Sklaven hingegangen zum SPD-Fest. Bei denen ist alles noch in Ordnung. Und das sind auch die größten Widersacher des Kaiserreichs. Das sind wirklich Widersacher. Und bei denen bleibt alles beim Alten. Die wollen nicht, dass ihr Eigenheim ihr Wohnsitz wird. Die wollen nicht, dass das ihre ihnen gehört. Die wollen auch, dass es so weitergeht wie bisher. Das können wir bei denen so einrichten. Nur wir müssen es anders machen. Wir wollen unser Kaiserreich zurück. Wir wollen einen Wohnsitz haben, dass er Grund und Boden wieder uns gehört, der preußischen Stiftung. Und da sind die eben nur Gäste drin, als Sklaven ohne Rechte. Daran sind sie gewöhnt und das wollen die weiter sein. Die wollen alle 4 Jahre mal ein Kreuz machen, die Bekloppten. Das ist Demokratie. SPD, CDU, CSU, Grüne, Liberal, Anal. Grüne Kinderficker und Liberal, Anal, in den Arsch gefickt. Ja, das wollen die eben dann so sein und das müssen wir so einrichten, dass sie das auch behalten. Wir machen unser eigenes Finanzsystem. Quittung für eine Stunde Nächstenliebe, da wäre das 60 Kreuzer, also 60 Kreuzer kriegt jeder von uns am Tag. Die Kreuze kann man nur noch vierteln und halbieren. Das können wir machen, so ein bisschen Papier drucken, das macht ja jeder Flaschenautomat. Ne? Ja, so ist das. Und ist dann auch bloß ein halbes Jahr lang ein ganzes Jahr lang haltbar. Und wer den größten Berg hat am Ende, der hat den größten Kredit. Zinslos, ne? Zinslos. Und der Wert des Geldes ist das da und das da. Ne? Und das da. Das da, ne? Im Prinzip. Ne? Das ist der Wert des Geldes. Die Arbeit, der Mensch. Aber die Sklaven, die sind halt nicht wert. Ne? Das sind halt Bekloppte. Die wollen halt Sklaven bleiben. Was willst du da machen? Die Sklaven sind die größten Feinde der wirklichen Freiheit. Aber wir wollen ja nicht frei sein. Wir wollen uns ja gegenseitig gehören. Ne? Du gehörst mir, ich gehöre dir. Du bist meine Familie. Ne? Familie. Ja, deine Kinder, deine Freunde. Die Gleichgesinnten. Das ist Familie. Aber das kennen die nicht. Ne? Das ist ein Buch mit 7 Siegeln. Ne? Das sind ja egoistische Tiere. Ne? Das ist so, das sind einfach egoistische Tiere. Ne? Sklave, Laus, Weiß. Das sind eben weiße Läuse. Die bleiben halt weiße Läuse, Sklaven. Was willst du denn sonst mit denen machen? Die widersprechen dir ja jedes Mal. Die lassen sich ja auch die Giftspritze geben. Ne? Das ist ja, obwohl, ja, einige sind schon umgeschwenkt, bei denen hat es angefangen zu klingeln da oben im Kopf. Die nicht gestorben sind. Aber andere, die machen das wahrscheinlich noch weiter. Und alles, was sie gesagt kriegen, machen sie weiter. Alles, jeden Scheißdreck machen die mit. Ja, und einmal im Jahr wird diese Quittung für die Nächstenliebe wertlos am 12.10. Und der den größten Berg hat, hat den größten Kredit zinslos. Das können wir ja machen. Ich habe ja schon gesagt, jeder Flaschenautomat macht das. Dann machen wir auch noch was Schönes drauf. Schöne Bildchen. Ja. Machen wir einen schönen Jesus drauf. Ein schönes Kreuz. Ja. Kreuzer, Kreuz. Ja. Ja.
Ja, und der Wert ist ungefähr, du kannst ja das, wenn wir das alle für uns machen, das Leben führen eines Multimillionärs. Natürlich sind die Wohnungen und Häuser und Miethäuser alle wieder uns. Ne? Das müssen wir alles wieder zurückführen. Das müssen wir denen noch sagen. Nicht, dass da irgendeiner denkt, der wird enteignet. Das gehört doch uns schon. Ne? Wir haben es ja gebaut. Was uns gehört, gehört uns. Das können wir auch nicht stehlen. Du kannst ja nicht in die rechte Tasche greifen und in die linke Tasche geben. Das ist Kinddiebstahl. Das ist einfach unser Besitz. Das ist unser Land. Die Konzerne gehören auch uns und nicht ein Aktionär. Ne? Oder Energieeselschaf. Was sie natürlich machen können, die Obersten, in den obersten Etagen. Ne? Wollen wir einen Schluck trinken? Die können die Firma weiterführen. Nur eben der Gewinn bleibt da. Ja, der geht nicht mehr an den Aktionär. Und wenn man den ja Falschgeld nicht mehr akzeptiert, ne, der Euro ist ja ein gesetzliches Zahlungsmittel. Aber wir sind das Gesetz. Ne, die preußische Stiftung, was bei uns passiert, passiert bei uns. Und die Sklaven bleiben Sklaven. Die können dieses Falschgeld behalten. Die Sklaven bleiben Sklaven. Die sind ja glücklich damit, dass es Sklaven sind. Das sind wirklich glückliche Sklaven. Oh, die glücklichen Sklaven bleiben Sklaven. So, habe ich genug gesagt. Wenn wir das machen, und dann kriegt man natürlich jeder noch einen Heimatschein. Ne? Die Sklaven nicht, die haben ja keine Heimat. Die haben ja keine, ne? Die sitzen ja in Wohnhaft. Die sitzen ja in Wohnhaft, ne? Die müssen wir auch in Haft lassen, die Sklaven ohne Rechte. Mit ihrem Sklavenausweis, ne? Personalausweis, Personalausweis, die müssen in Wohnhaft bleiben. Und natürlich Miete dafür bezahlen, ne? Das ist ja ganz klar. Die müssen auch für die Benutzung von unseren Straßen bezahlen, ne? Das sind unsere Straßen, unsere Autobahnen, dafür müssen die bezahlen. Dann können wir natürlich die Autos noch so umbauen, dass sie auch noch fliegen können. Vielleicht müssen wir sie dann doch ganz neu bauen, dass sie ein bisschen stabiler sind. Antigravitation des Larifari, das ist ganz neu herzustellen. Da müssen wir natürlich zwei, drei, vier verschiedene Stromkreise machen mit freier Energie. Sowas gibt es nicht. Für die Sklaven gibt es natürlich nicht. Die können sich nicht von A nach B in ungeheurer Geschwindigkeit bewegen. Die sind ja wohnhaft. Da müssen wir das alles beschränken. So wie sie es jetzt vorhaben. Kein Auto mehr. Dann können sie zu Fuß gehen. Mit dem Fahrrad. Wenn sie das dann noch dürfen, die Sklaven. Das ist ja dann eine Zwei-Klassengesellschaft. Ne? Wir können noch eine Drei-, Vier-, Fünf-Klassengesellschaft machen. Wie in Indien. Die Unberührbaren. Das können wir auch machen. Nun sind natürlich an oberster, erster Stelle, ne, die Kinder von Gott, die Gotteskinder. Das sind die natürlich nicht, ne? Wir sind nicht. Bei uns steht in jeder Zelle Jahwe, Gott. Bei mir schon. Bei euch auch. Bei denen, wo die Lampe an ist, da oben, ne? Wo das Licht auch, wenn es in den Kopf reinkommt, dann angeht in den Hinterkopf, im Sehzentrum. Bei den Sklaven geht es nicht an, das bleibt ja dunkel, wie Kerze auf der Torte ist aus. So, jetzt habe ich genug gequatscht, jetzt sind die 10 Minuten um. Ich hab euch lieb, piep, piep, piep.